So, herzlich willkommen zur zweiten Challenge Smith Toys gegen Kalli. Ich lese euch gleich mal vor, was heute meine Aufgabe sein wird. Lieber Kalli, die heutige Challenge lautet Lockdown Challenge, die moderne Klassik. Die Museen haben zwar zu, aber wir haben trotzdem Lust auf Kunst. Daher folgende Aufgabe für dich. Bau aus den dir zugesandten Lego-Sets ein möglichst detailgetreues Kunstwerk. Das Los entscheidet, welches Kunstwerk es sein wird. Viel Spaß, dein Smith Toys Team. So, da sind sie. Viermal die extra große Steinebox mit den Klassiksteinen drin, heißt fast nur Basics, Grundbausteine. Ist super, weil daraus lässt sich eigentlich tatsächlich so mehr oder weniger alles kreieren, was man so möchte. Jetzt bin ich allerdings mal gespannt auf die Challenge, die mich erwartet, weil die werde ich jetzt ja erstmal noch ziehen müssen. So, dann habe ich hier 5 Briefumschläge, schaut mal. Und einen davon würde ich mir jetzt ziehen und ich würde mich für den entscheiden. Den nehmen wir. Ah ja. Schaut mal. Der Pop-Shop von Keith Haring. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr, ich habe schon alles ausgepackt und ich werde aus dieser Steinebox mehr oder weniger auch ein Bild erschaffen. Okay, jetzt haben wir hier schon vorskizziert, das heißt alle schwarzen Linien, schaut mal, ich zeige es euch nochmal, alle schwarzen Linien, die jetzt hier zu sehen sind, habe ich ungefähr so versucht hier auf meinem zukünftigen Bild zu platzieren und jetzt gilt es nur noch mit Farbe zu füllen und hoffentlich habe ich genug da. So, geschafft. Ich hoffe, das Team von Smith Toys wird mit meiner Interpretation des Pop-Shop von Keith Haring zufrieden sein. Ich zeige es euch mal. Es würde jetzt so aussehen. So, meine Lieben, die Challenge für heute ist beendet. Hat mich wirklich Grips gekostet. War sehr anstrengend und war auch echt eine Herausforderung, aber hat ganz gut geklappt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Smith Toys gegen Kalli. Bis dann, euer Kalli. Wenn ich ein Spielzeug wäre.